Stufe auf den Punkt 35. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Aktuelle Stunde. Erste Hochschule für angewandte Wissenschaften erhält Promotionsrecht. Hessen ist bundesweit Vorreiter. Beginnt der Kollege Daniel May, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind uns besonders wichtig. Sie werden von uns deswegen auch besonders gefördert. Insbesondere im Bereich des Hochschulpaktes haben wir ein besonderes Wachstum mit ihnen vereinbart. Denn sie sind die Orte, wo die gerade stattfindende Bildungsexpansion gelingt. Sie sind die Orte, wo Bildungsaufstieg gelingt. Und sie sind besonders gut darin, anwendungsbezogene Forschung zu betreiben. Und genau aus letztgenanntem Grund ist die erste Verleihung eines Promotionsrechts an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen genannt, ein so wichtiger Schritt. Und ich bin froh, dass Hessen an dieser Stelle ein bundesweit wahrgenommenes Ausrufungszeichen gesetzt hat. In den letzten Jahren haben die Hochschulen für angewandte Wissenschaften ihre Forschungstätigkeit systematisch ausgeweitet. Lang vorbei sind die Zeiten, wo die früheren Fachhochschulen nur für die Lehre zuständig waren. An den Hochschulen wird Forschung auf hohem Niveau betrieben. Von daher war es nicht nachvollziehbar, warum den wissenschaftlich starken Bereichen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften es bislang verwehrt blieb, ein eigenständiges Promotionsrecht zu haben, also ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden zu können. Und es kam zu absurden Situationen in diesem Bereich. Nämlich, da gab es an Hochschulen Forschungsvorhaben, es gab dazu Drittmittel, es gab dazu den qualifizierten Absolventen, aber die umliegenden Universitäten waren nicht bereit, ein kooperatives Promotionsverfahren durchzuführen. Das heißt nicht, dass es nicht auch viele gelungene Kooperationen zwischen Hochschulen und Universitäten gegeben hat. Und die soll es auch weitergeben, gar keine Frage. Aber dieses teilweise unwürdige Klinkenputzen musste beendet werden. Und weil wir der Auffassung waren und sind, dass die Forschungsleistung entscheidend sein sollte, haben wir im Hochschulgesetz verankert, eine vergleichbare oder bessere Forschungsleistung einer Hochschule muss dort eben auch mit einem eigenständigen Promotionsrecht honoriert werden können. Und in Fulda wird nun der Beweis angetreten, dass das geht. Und diese Premiere ist wirklich ein Grund zur Freude. Ich bin davon überzeugt, dass diese Entwicklung der Forschung an unseren HAWen in unserem Land noch einmal einen besonderen Schub geben wird. In der sozialen Arbeit wird es damit erstmals möglich, eigenständig wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. Ich kann Ihnen sagen, ich war im Frühjahr bei einer Tagung der Fakultäten der sozialen Arbeit in Deutschland, und alle schauen mit großem Interesse darauf, was die Hessen machen. Und auch für die Unternehmen in Hessen ist das Vorhaben sehr lohnenswert, denn die HAWen sind traditionell besonders gut darin, auch mit kleineren und mittleren Unternehmen Forschungsvorhaben durchzuführen. Insofern stärkt das eigenständige Promotionsrecht auch die Forschungsvorhaben in diesem Bereich und dient dem Wissenstransfer und macht den Standort Hessen insgesamt zukunftsfester. Und es ist natürlich auch von Vorteil für die Studierenden an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, weil das eigenständige Promotionsrecht für die Absolventen dort eine neue Perspektive eröffnet. Jetzt also geht es richtig los. Die ersten eigenständigen Dissertationen können begonnen werden, und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften können den Unken rufen von Opposition und Universitäten mit exzellenten Arbeiten entgegentreten. Wir haben volles Vertrauen dahingehend, dass dieser Schritt von Erfolg gekrönt sein wird. Ich bin überzeugt, dass der Präsident der Hochschule Fulda mit dem, was er am Montag gesagt hat, vollkommen recht hat. Ich zitiere Karin Kaxa: Das eigenständige Promotionsrecht an den Hochschulen wird die Rahmenbedingungen für angewandte Forschung deutlich verbessern. Und er hat die Verleihung am Montag als Zitat historischen Tag bezeichnete. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich muss noch einmal betonen, es geht dabei nicht darum, den einen Hochschultyp gegen den anderen auszuspielen. HAWen sollen keine Universitäten werden, sondern ihr Profil behalten. Aber zu diesem Profil gehört
für uns eben auch exzellente Forschung mit dazu. Von daher ist das Promotionsrecht richtig. Ich darf mich abschließend bei den Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen noch einmal ganz herzlich bedanken, dass sie dieses Ereignis möglich gemacht haben, auch bei Herrn Minister Rhein, der anfänglich noch ein bisschen skeptisch dem Vorhaben gegenüberstand, aber mit großer Offenheit daran getreten ist und die Sache zum Erfolg geführt hat. Ich kann zum Abschluss sagen, zusammen mit dem bundesweit beachteten Hochschulpakt auf Rekordniveau hat die schwarz-grüne Koalition mit dem Promotionsrecht für HAW noch einmal ganz deutlich gemacht, dass wir im Bereich der Bildung eine einzigartige Schwerpunktsetzung machen. Ich freue mich, dass wir das an diesem Tag heute hier würdigen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon wieder ein historischer Tag, weil in Hessen muss alles historisch sein, auch wenn es ein bisschen Etikettenschwindel ist. Weil das ist ja eine der faszinierenden Geschichten. Wir haben hier eine Debatte darüber, wie das wird mit dem Promotionsrecht. Da gibt es ein paar Fraktionen, die sagen, es gehört vielleicht zur Entwicklung des Hochschulsystems dazu, dass es ein kooperatives Promotionsrecht gibt. Dann wird verteidigt, dass es anders gemacht wird. Und dann wird relativ genau das kooperative Promotionsrecht als Fachhochschulrecht nur mit einem anderen Briefkopf eingeführt. Das nennt man Etikettenschwindel, da ist nichts Historisches dran. Das hätte man sogar einstimmig vermutlich in diesem Hause hingekriegt, hätte man vorher gesagt, was man tut. Aber wie gesagt, man tut es nicht. Der zweite Punkt, der dann, wir erinnern uns ja an die schönen Reden, auch gegenüber den Universitäten, wo es dann hieß, na ja, und wir fangen dann mal mit den Bereichen an, wo die Hochschulen für angewandte Wissenschaft etwas anderes machen als die Universitäten. Europäische Integration, Globalisierung, das ist jetzt sozusagen das Zentrum des neuen Promotionsrechts. Ich habe irgendwie den Eindruck, wer auch immer sagt, diesen Satz vorher gesagt hat, die machen etwas anderes als die Universitäten, weiß nicht, was die Unis machen. Weil das ist der Kernbereich dessen, was in Hessen an allen Unis geforscht wird. Auch das ist eine nette Form von Etikettenschwindel. Dritter Punkt, und da wird es dann richtig lustig. Forschungsstärke. Forschungsstärke aufzuhängen an so Dingen wie Drittmitteln. Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Also, wenn es irgendwo viel Geld gibt, muss das Ergebnis Forschungsstärke sein. Das ist blanker Unsinn. Der Input entscheidet, das Drittmittel reden, sagen etwas über das Interesse am Forschungsgebiet, ob es wirtschaftlich, politisch oder sonst wie ist. Sie sagen überhaupt nichts über das Ergebnis. Über Forschungsstärke redet man im wissenschaftlichen Bereich eigentlich über Gutachten, über Akkreditierung, über was auch immer, jedenfalls über sehr qualitative Kriterien. Wer sich anschaut, was hier passiert, da ist es die Zahl der Professoren, da ist es die Zahl der Drittmittel. Das Einzige, was in der Tat akzeptabel ist, ist die Frage der Veröffentlichung, die es da schon gegeben hat. Und das ist es. Es ist ein völlig skurriles Moment, wo jemand, der keine Ahnung hat, wie Wissenschaft funktioniert, Kennzahlen erfindet, die angeblich Forschungsstärke ausweichen sollen. Und ich würde schon das Ministerium bitten, mal diese Debatte, Sie kennen mein Hobby an der Stelle ja, mal ernsthaft zu führen, ob das, was Sie angeben, auch das aussagt, was Sie tun. Tun Sie nicht. Das tun die Kennzeichen dieses Ministeriums selten. Es ist trotzdem eine, also die Einschätzung über die Rolle der HAWs teile ich mit dem Kollegen May. Es ist auch ein schöner Tag für die HAWs. Da wird es auch von uns keinen Neid zu geben. Es gibt einen Punkt, da bin ich auf die Fortsetzung gespannt. Weil die HAWs werden jetzt ja ein bisschen verpflichtet, Qualitätssicherung bei den Promotionen zu betreiben. Ich bin auf den Tag gespannt, an dem sozusagen die Frage dessen, was Qualitätssicherung von Promotionen wird, nicht nur für die HAWs verbindlich wird. Weil wer sich anschaut, was es an Medizinpromotionen gibt, die Debatte kennen wir, was es sonst so an Promotionen an Hochschulen gibt, der wird feststellen, dass wir internationalen Standards in Deutschland nicht genügen. Und es wäre vielleicht ganz gut, an der Stelle freundlich zu sagen, dieser Fortschritt, also das, was als Regel für Qualitätssicherung von Promotionen vorgeschrieben ist,
das für die HAWs jetzt verbindlicher gemacht wird, auch für die Universitäten verbindlicher zu machen. Das wäre ein Vorhaben, das könnten wir vermutlich sogar gemeinsam hier angehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat die Frau Abg. Nicola Beer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist fraktionenübergreifend so, dass wir um die bedeutende Rolle der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in unserem Bildungssystem, in unserer Hochschullandschaft, ja auch in unserer Forschungslandschaft, Herr Kollege May, es ist nämlich nicht nur eine Frage der Durchlässigkeit von Bildung, sondern auch eine Frage der Qualität von Forschung und Lehre, welche qualitätsvolle Rolle die Hochschulen hier haben. Es ist, glaube ich, auch unumstritten, dass geeignete Studierende von Hochschulen für angewandte Wissenschaften exakt dieselben Möglichkeiten auf eine Promotion haben müssen, wie dies bei geeigneten Studierenden an Universitäten der Fall sein soll. Und es ist auch unumstritten, dass dies bislang zu häufig, wir haben das immer wieder auch im Ausschuss diskutiert, dass dies bislang zu häufig nicht der Fall war. Gleichwohl, wir als Freie Demokraten sind auch nach Vorlage der entsprechenden Verordnung des Ministers nicht davon überzeugt, dass der Alleingang des Bundeslandes Hessen an dieser Stelle wirklich zu einem besseren Ergebnis im Hinblick auf die Qualität von Promotionen in diesem Land führt. Wir hätten uns gewünscht, dass, so wie wir dies vorgeschlagen haben, die Rolle der kooperativen Promotionen weiter gestärkt wird. Sie haben das bei der Novelle des Hochschulgesetzes zwar formal getan, aber Sie geben dieser neuen gestärkten Regelung ja gar keine Chance auf eine entsprechende Wirksamkeit, weil Sie einen parallelen Weg, einen Alleingang schaffen, ein neues Experiment. Und ich habe das Gefühl, dass hier die Frage der Qualität, die für uns unabdingbar ist, an mehreren Stellen leider nicht entsprechend ausreichend beantwortet wird. Das fängt schon damit an, dass Sie den Wissenschaftsrat trotz mehrfacher Aufforderung völlig außen vor lassen. Und man fragt sich, warum ausgerechnet an einer solchen experimentellen Stelle dies der Fall ist. Muss es uns doch gemeinsam darum gehen, dass die Anerkennung der gesamten Wissenschaftscommunity und auch darüber hinaus für die neuen Promoventen anschließend auch wirklich der Fall ist. Sie stellen ab auf ausreichend forschungsstarke Fachrichtungen. Aber schon bei der Frage, wie sich eine solche ausreichend forschungsstarke Fachrichtung definieren soll, gibt es mehrere Punkte, die einen zweifeln lassen müssen. Zum einen fängt es damit an, dass allein das Ministerium darüber entscheidet, was denn überhaupt eine kohärente Fachrichtung sein soll. Denn es geht ja nicht um ein Promotionsrecht für die gesamte Hochschule, es geht nicht um ein Akkreditierungsverfahren für die gesamte Hochschule, sondern nur für einen Zusammenschluss von mindestens 12 Professoren, wie auch immer die zusammengestellt sind und was auch immer deren angebliche Kohärenz im Hinblick auf eine Fachrichtung ausmacht. Der nächste Punkt, der uns aufhorchen lässt, ist, dass anders, als es der Wissenschaftsrat empfiehlt, nicht darauf geachtet wird, dass sowohl strukturell als auch personell und finanziell das geeignete Umfeld für eine Promotion, für die Forschung gegeben ist, sondern Sie stellen, Herr Kollege Grumbach ist darauf schon eingegangen, allein auf personelle Kriterien ab. Und dabei dann auch nur auf zwei Punkte, nämlich die Frage der Publikationen und der Drittmittel. Herr Grumbach hat schon das Geeignete zur Frage der Qualifikation dieser beiden Parameter, Publikationen und Drittmittel, getan. Das brauche ich nicht entsprechend noch auszuführen. Da schließe ich mich an. Ich will aber darauf hinweisen, dass der Wissenschaftsrat eindeutig, und wir haben ihn in dieser Sache noch einmal angeschrieben, er hat uns am 8.8. diesen Jahres durch seinen Generalsekretär Herrn May entsprechend geantwortet, ausdrücklich darauf hinweist, dass ein geeignetes Forschungsumfeld an einer Hochschule eben nicht nur die Addition von Einzelaktivitäten
einzelner Professoren ist, sondern weit darüber hinausgeht, damit wir auf eine qualitätsvolle Promotion an dieser Stelle kommen. Ich räume ein, Sie versuchen nachher bei der Absicherung der Qualität der vorgelegten Promotionen einige Schranken, einige Achsen einzuziehen. Die Anwesenheit von Universitätsprofessoren in den Promotionsausschüssen, bei den Gutachteraktivitäten, alles völlig richtig. Es kann aber insgesamt, Herr Kollege May und Herr Wissenschaftsminister, die Skepsis der Freien Demokraten nicht beseitigen. Wir werden, gerade weil Sie diesen experimentellen Weg gehen, wir werden weiter darauf dringen, dass während der nun laufenden befristeten Phase der Wissenschaftsrat in die Evaluation einbezogen wird. Ich glaube, wir sollten gemeinsam ein Interesse daran haben, wenigstens nachträglich dieses Qualitätssiegel auch zu bekommen. Denn, Herr Kollege May, Promotionen brauchen dringend Qualität. Ich glaube, es gibt ohnehin schon eine viel zu große Tendenz zur Inflation. Frau Kollegin Beer, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Kollege, das wäre mein letzter Satz. Es gibt eine zu große Tendenz zur Inflation von Promotionen, und das schadet am Ende allen, den Promoventen, gerade den Qualitätsvollen, der Gesellschaft, aber auch der Wissenschaftslandschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Der Kollege Präsident hat Ihnen den letzten Satz noch genehmigt. Dann hat jetzt das Wort die Frau Kollegin Wissler. Bündnis etwas gesagt, ne? Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Hochschule Fulda erhält die bundesweit erste Fachhochschule das eigenständige Promotionsrecht. Die Grundlage dafür wurde durch die Neufassung des Hessischen Hochschulgesetzes geschaffen. Das war auch eine langjährige Forderung der Fachhochschulen bzw. der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie sie ja mittlerweile heißen. Und diese Forderung haben wir auch unterstützt, weil wir glauben, dass damit die Kluft zwischen den Unis und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein Stück weit auch geschlossen wird. Zukünftig gibt es also ein Promotionszentrum Sozialwissenschaften in Fulda. Und dazu gratuliere ich der Hochschule Fulda ganz herzlich. Zwar gab es vorher schon das kooperative Promotionsrecht, das den Hochschulen für angewandte Wissenschaften es ermöglicht hat, in Kooperation mit einer Universität den Doktortitel zu verleihen. Aber, und das wurde ja bereits ausgeführt, dieses kooperative Promotionsrecht stieß einfach an Grenzen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es an den FHs Fachbereiche gibt, bei denen es an den Unis überhaupt kein Äquivalent gibt. Das heißt also, da das dann problematisch wurde. Die Fachhochschulen entstanden Ende der 60er Jahre. Sie wurden damals als reine Lehrhochschulen gegründet. Mittlerweile bekommt aber eben auch die Forschung eine zunehmend größere Bedeutung. Und deshalb halten wir es für richtig, dass den forschungsstarken Fachbereichen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften zukünftig erleichtert wird, ihren wissenschaftlichen Nachwuchs auch selber auszubilden durch das Promotionsrecht. Das halten wir für richtig. Das haben wir auch in der Debatte zum Hochschulgesetz gesagt. Noch besser wäre es gewesen, Herr Minister, wenn die Landesregierung für diese zusätzliche Aufgabe, die damit ja den Hochschulen gegeben wird, auch zusätzliche Mittel bereitgestellt hätte. Das ist unsere Kritik, dass dafür keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden. Ich finde, dass eigenständige Promotionsrecht richtig, aber ich finde, dass es schon bei der Debatte ums Hochschulgesetz etwas arg viel Platz eingenommen hat, weil man ja schon einmal so sagen muss, dass davon wirklich nur eine kleine Minderheit der Menschen an den Hochschulen davon betroffen sind. Deswegen will ich auch die Zeit nutzen, um generell noch einmal über die Situation der Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu sprechen. Weil ich finde, aus meiner Sicht ist das größte Verdienst der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dass die Menschen den Zugang zur Hochschulbildung ermöglichten, die an Universitäten lange unterrepräsentiert waren und immer noch sind. Denn Bildung hängt in diesem Land leider immer noch von der sozialen Herkunft ab, vom Bildungsgrad und vom Geldbeutel der Eltern. An den Universitäten überwiegt immer noch die akademische Herkunft. 58% der Studierenden haben Eltern mit Studienerfahrung. Die sogenannten Bildungsaufsteiger, das heißt Studierende mit Eltern ohne Hochschulerfahrung,
sind mit 63% an den Fachhochschulen weit häufiger vertreten als an den Universitäten. Die Fachhochschulen ermöglichen auch Menschen ohne Abitur, also mit Fachhochschulreife und beruflich Qualifizierten, den Zugang zum Studium und leisten damit einen wirklich großen Beitrag zum Abbau von Bildungshürden, zur Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Das ist ein ganz großer Verdienst der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Deswegen finde ich es auch richtig, dass man auch mit der Verleihung des eigenständigen Promotionsrechts auch noch einmal eine Hürde nimmt für die Menschen, die an den Fachhochschulen studiert haben, eben dann auch zu einer Promotion zu kommen. Natürlich hängt die Qualität von Lehre und Forschung maßgeblich von der Finanzierung ab. Da sorgt man sich an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften derzeit ganz besonders um die Fortschreibung der Mittel aus dem Hochschulpakt 2020, der aus Mitteln von Bund und Ländern finanziert wird. Da liegt der Anteil an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei 30% des Budgets, bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften besonders hoch. Da sagen wir, es ist notwendig, hier zu einer stetigen Finanzierung zu kommen, weil diese kurzfristigen Pakte natürlich auch immer bedeuten, dass es nur eine kurzfristige Planbarkeit gibt. Sie wissen, was das bedeutet, nämlich vor allem auch, dass die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen schlechter sind, nämlich dass befristete Beschäftigung eher gefördert wird, weil es keine verlässliche Finanzierung kommt. Deswegen sagen wir, wir brauchen eine verlässliche und auskömmliche Hochschulfinanzierung, auch damit die Hochschulen in diesem Land gute und attraktive Arbeitgeber sind und dass eben nicht junge Wissenschaftler den Hochschulen verloren gehen, weil sie nicht länger Lust haben, in prekärer und befristeter Beschäftigung zu arbeiten. Deswegen, ich komme zum Schluss. Es ist gut, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften gestärkt werden. Gerade in den nächsten Jahren werden auch weitere Aufgaben auf die Hochschulen zukommen, gerade im Bereich der Akademisierung von Berufen wie im Bereich der Pflege und der Erziehung. Wir halten das Promotionsrecht jetzt für einen richtigen Schritt und halten das für notwendig, aber eben auch die entsprechende Finanzierung auch dafür zu sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Andreas Hofmeister, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Am Montag und in den folgenden Tagen dieser Woche war die Hochschule Fulda auffällig oft Thema in hessischen Medien und darüber hinaus. Das erste eigenständige Promotionsrecht für eine ehemalige Fachhochschule und heute Hochschule für angewandte Wissenschaften in einem forschungsstarken Bereich hat ein neues Kapitel in der hessischen Hochschulpolitik eröffnet. Und Herr Grumbach, es war bei weitem und ist bei weitem kein Etikettenschwindel. Ich komme gleich dazu. Die Maßnahme zeigt, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Lehre stets die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschulen im Blick haben, bei gleichzeitiger Qualitätssicherung und einem guten Miteinander von Universitäten und HAWs. Die staatliche Finanzierung steht mit dem Hochschulpakt bis 2020 auf einem sicheren Fundament. Der Hochschulbau erlebt mit dem Heudeka-Programm eine besondere Dynamik, und die Forschungsförderung durch das LOEWE-Programm ist bundesweit beispielhaft. Um jedoch weiterhin ein attraktives Hochschulangebot in unserem Bundesland zu erhalten und wo nötig fortzuentwickeln, müssen sich alle Beteiligten, von den Präsidien über die Fachbereiche, die Lehrenden und Forschenden, die Studierendenschaft und natürlich auch das Ministerium und wir als Landespolitik insgesamt, neuen Herausforderungen stellen und sich auch neuen Wegen nicht verschließen. Und Frau Kollegin Beer, Sie haben von einem Alleingang gesprochen. Man kann es auch anders ausdrücken. Wir sind Vorreiter bundesweit. Die Fragestellungen und Antworten, die wir im Bereich Wissenschaft und Forschung haben, stehen im Koalitionsvertrag und sind dort verankert. Die Eröffnung eines eigenständigen Promotionsrechts für forschungsstarke Bereiche unserer Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit klaren Kriterien und Anforderungen ist dabei eine Maßnahme, um diese Hochschulform zusätzliche Chancen zur Profilierung, zur Profilbildung zu eröffnen. Es geht nicht darum, dass wir kleine Universitäten entstehen lassen wollen. Auch soll es keinen Dr. Leid geben. Und schon gar nicht besteht der Zwang für die HAWs,
nun einen Promotionsstudiengang nach dem anderen entstehen zu lassen. Dies würde auch kaum funktionieren angesichts des Katalogs an Forderungen zu personellen und qualitativen Leistungen der Hochschulen. Außerdem bestand, das ist schon mehrfach erwähnt worden, auch bisher für Fachhochschulen bzw. HAWs durch enge Kooperation mit Universitäten die Möglichkeit, Studierenden den Weg der Promotion zu bieten. In Mittelhessen mit der dortigen Technischen Hochschule funktioniert diese Kooperation mit Universitäten auch sehr gut. Deshalb gibt es von dort auch aktuell keinen Wunsch, ein eigenständiges Promotionsrecht zu erlangen. Das kooperative Modell zur Promotion bleibt ja auch erhalten. In anderen Bereichen des Landes ist die Situation aber eben unterschiedlich zu dem, was wir in Mittelhessen haben. Die Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, haben erfreulicherweise in den letzten Jahrzehnten zunehmend besondere Stärken in der anwendungsorientierten Forschung entwickelt. Diese Stärken mit einer Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft gilt es weiter zu unterstützen. Die Hochschule Fulda hat nun Anfang dieser Woche als erste Hochschule für angewandte Wissenschaften ein eigenständiges Promotionsrecht im Bereich der Sozialwissenschaften erhalten. Die konkrete Ausgestaltung des entstehenden Promotionszentrums für die Themen Globalisierung, europäische Integration und Interkulturalität zeigt meines Erachtens allen Skeptikern, dass die Sorge um eine Entwertung des Doktortitels unbegründet ist. 15 Professoren aus 4 Fachbereichen werden sich um die Doktoranden kümmern und damit mehr als von den Richtlinien des Ministeriums vorgesehen. Zudem ist die Forschungsstärke über die Drittmitteleinwerbung sowie diverse Publikationen nachgewiesen. Das übergeordnete Ziel des Promotionsrechts ist ein qualitativer und quantitativer Schub für die anwendungsbezogene Forschung, insbesondere in Kooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen oder auch sozialen Einrichtungen, wie in diesem konkreten Fall in Teilen geplant. Und damit steigern wir die Zukunftschancen des wissenschaftlichen Nachwuchses und fördern die Innovationskraft unseres Landes insgesamt. Das sind gute Nachrichten. Und zum Schluss noch einmal herausgestellt, es ist wichtig festzuhalten, dass die Verleihung des Promotionsrechts für zunächst 5 Jahre und die fest vorgesehene Bewertung der Leistung des jeweiligen Promotionszentrums nach 4 Jahren den neuen Weg für die HAWs zuverlässig flankieren wird, um die Qualität stets im Blick zu halten. In diesem Sinne wird die CDU-Landtagsfraktion die Entwicklung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie der gesamten hessischen Hochschullandschaft weiter positiv und zukunftsorientiert begleiten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Hofmeister. Das Wort hat der Wissenschaftsminister, Staatsminister Boris Rhein. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Den Weg hat der Hessische Landtag mit der Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes freigemacht. Ich will nur hinzufügen, am Rande, die Forderung stand ja eben auch im CDU-Landtagswahlprogramm und wird jetzt eben umgesetzt. Und nicht einmal ein Jahr später konnte ich dann auf der Grundlage des neuen Hochschulgesetzes, nämlich auf der Grundlage von § 4 der Hochschule Fulda, die Einrichtung des bundesweit ersten Promotionszentrums an einer Fachhochschule am Montag genehmigen. Ich glaube, man kann wirklich festhalten, damit ist Hessen bildungs- und wissenschaftspolitisch nicht nur vorne, sondern ganz vorne. Denn einen solchen Schritt ist vor uns, ist vor dem Bundesland Hessen noch niemand anderes gegangen. Zum Thema Etikettenschwindel will ich nur so viel sagen, werter Herr Grumbach. Das ist kein Etikettenschwindel, hat Kollege Hofmeister schon darauf hingewiesen. Ich finde, die Gespräche über das Thema Kooperation und kooperative Promotion hochinteressant, weil sie davor eben nie so betont worden sind, bevor es dieses neue Promotionsrecht gegeben hat. Und wenn nicht kooperiert wird, wenn nicht kooperiert wird, und wenn FHs in die Rolle von Bittstellern, und vor allem ihre Studierenden, in die Rolle von Bittstellern kommen, dann ist das nicht im Interesse von CDU und GRÜNEN. Und das wollen wir nicht. Und genau deswegen haben wir die Gesetzesänderung vorgenommen. Und ich will noch eins hinzufügen. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir Studenten einer Hochschule nach Großbritannien, nach Cork schicken müssen, obwohl sie fußläufig eine Universität zur Kooperation, eigentlich vor der Haustür gehabt hätten. Ja, meine Damen und Herren, wir betreten mit der Regelung Neuland.
Aber wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben in vertrauensvoller und in sehr konstruktiver Zusammenarbeit mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften die ganz konkreten Voraussetzungen für die Verleihung des Promotionsrechts festgelegt. Und, verehrte Frau Kollegin Beer, Sie wissen es ja, es sind außergewöhnlich strenge Richtlinien, die wir hier gefasst haben. Dazu gehört vor allem beispielsweise eines, das will ich hervorheben. Wir vergeben das Promotionsrecht nicht mit der Gießkanne, und die Hochschulen haben gar kein Interesse daran, selbst mit der Gießkanne das Promotionsrecht auszuüben. Das Promotionsrecht bekommt in Hessen nur, wer eine besondere Forschungsstärke nachgewiesen hat. Wir messen das natürlich auch an der Einwerbung von Drittmitteln. Natürlich ist das ein Parameter, um Forschungsstärke mitzumessen, unter anderem zu messen, gerade an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wenn Sie sagen, Herr Grumbach, das muss jemand reingeschrieben haben, der von Wissenschaftspolitik gar keine Ahnung hat, dann sage ich nur schöne Grüße. Es ist ja gemeinsam mit den Hochschulen hereingeschrieben worden. Wir hätten nichts hereingeschrieben, was die Hochschulen nicht hätten drin sehen wollen. Wir messen es aber vor allem auch an der Dichte von Veröffentlichungen. Wir messen es aber auch an der Mindestanzahl forschungsstarker Wissenschaftler. Und eines ist mir ganz besonders wichtig, auch als Replik auf das, was Frau Kollegin Beer gesagt hat. Wir legen natürlich die Prinzipien des Wissenschaftsrates, und ich betone das, des Wissenschaftsrates zur sogenannten guten Promotion zugrunde. Und da müssen unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften gerade mehr leisten, als das einige unserer Universitäten tun. Denn unsere Richtlinien sehen hier eben vor, was international gang und gäbe ist, was aber in Deutschland keineswegs selbstverständlich ist, dass eben Betreuungs- und Gutachterfunktionen personell getrennt sind. Das heißt, wir gehen sogar noch einen Schritt mehr in der Hürde, die wir einziehen. Im Übrigen unterliegen und flankieren wir, verehrte Frau Wissler, das natürlich mit Geld. Es gibt das erste Mal in der Geschichte des Landes Hessen einen eigenen Forschungsetat im Rahmen des verhandelten Hochschulpaktes 2016-2020 für Hochschulen für angewandte Wissenschaften, einen extra abgegrenzten Forschungsetat für Hochschulen für angewandte Wissenschaften für die Flankierung des Promotionsrechts an Fachhochschulen. Und hier gehört natürlich auch dazu, dass wir im Rahmen von LOEWE bereits seit langer Zeit, gerade in der dritten Förderlinie, auch die Fachhochschulen besonders in der Verteilung der Forschungsgelder in Hessen bedenken. Meine Damen und Herren, es geht bei der Promotion oder bei der Verleihung des Promotionsrechts an Fachhochschulen eben nicht darum, den Universitäten ein als exklusiv, also das ist schon ein als exklusiv empfundenes Recht zu nehmen. Es geht auch nicht um den Erwerb oder den Verlust von Prestige, sondern es geht einzig und allein darum, dass wir starken Absolventen von Fachhochschulen, ich betone das, ihnen zustehende Berufs- und Karrierechancen eröffnen und dass wir zugunsten von Fachhochschulen einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten möchten. Und diese Aufteilung, die es ja in Wirklichkeit nie gegeben hat und die, wenn es sie gegeben hätte, sehr antiquiert gewesen wäre, die einen forschen und die anderen lehren, diese Aufteilung ist eben eine Aufteilung, die so nicht akzeptabel gewesen wäre. Und wenn Bereiche in Fachhochschulen Forschungsstärke eben wie Universitäten beweisen, wenn junge Wissenschaftler, die sich ja bewusst für eine anwendungsorientierte Hochschule entschieden haben und die dieselben Voraussetzungen erfüllen und die dieselben, und ich sage nicht die gleichen, ich sage dieselben Voraussetzungen und dieselben Leistungen erbringen, wie das ihre Kommilitonen an Universitäten tun, dann fehlen jedenfalls mir jegliche Argumente, ihnen die Promotion an exakt dieser Hochschule zu verwehren. Und meine Damen und Herren, es kommt ja noch etwas anderes hinzu. Zu verwehren an einem Hochschultyp, mit dem wir im Hochschulpakt 2016-2020 vereinbart haben, dass er eben eine noch wichtigere Rolle im Hochschulsystem des Landes Hessen spielen soll. Für das Bundesland Hessen und für den Wissenschaftsstandort Hessen hat die Entscheidung, die der Hessische Landtag mit § 4 getroffen hat, eine hohe Bedeutung. Wir erhalten wichtige neue Impulse zur Behandlung spezieller anwendungs- und lösungsorientierter gesellschaftspolitischer Fragestellungen. Das ist das, auf das Herr May hingewiesen hat, die wir möglicherweise in dieser Forschungstiefe so nicht erlangen würden, in speziellen Bereichen, die ebenso schwerpunktmäßig nur auf Hochschulen für angewandte Wissenschaften geforscht werden. Das neue Promotionsrecht, und da will ich Herrn Präsidenten Stengler
zitieren, setzt einen wichtigen Stimulus im Wissenschaftssystem. Minister, Sie denken an die Redezeit. Sofort zu Ende. Im Berufungsverfahren von Professoren an Fachhochschulen haben wir eine ganz neue hessische Dynamik entfacht, die dazu führt, dass wir im Wettbewerb um die besten Köpfe die Nase ganz vorne haben. Fragen Sie einmal die Damen und Herren an der Fachhochschule in Fulda, welche Dynamik das schon jetzt entfacht hat, das Bekanntwerden dieses neuen Promotionsrechts. Insoweit ist das neue Promotionsrecht für alle ein Gewinn, für die Studierenden, für die Hochschulen und ganz besonders für das Land Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Punkt 35 erledigt.